und Ben und Eike den 9. Türchen. Genau, das 9. Weil heute der 9. Dezember ist. Genau, und heute öffnen wir das 9. Türchen und ich bin schon mega gespannt, was sich dahinter verbirgt. Machen wir den Adventskalender von Äffel auf. Wo ist der 9.? Hier ist der 9. Ganz unten. Jetzt müssen wir den Kreis kaputt machen. Eine Tube ist das schon mal. Das ist Maulbutterbanane. Sag mal her. Genau, das ist einmal eine Tube Maulbutter mit dem Geschmacksrichtung oder Duftrichtung Banane. Eine kleine Probetube, die immer gut zu gebrauchen ist. Jetzt machen wir den Adventskalender von Equiva an. Die 9 ist... wo ist die denn? So, jetzt machen wir das 9. Türchen vom Equiva Adventskalender. Oh, schaut mal, Sports. 2 mal 175 €, fast 200 €. Warengutschein. Ja. Na, da sind wir ja mal gespannt, ob wir Glück haben. So, jetzt machen wir den Adventskalender von Benzo und Eike auf. Hier ist die 9. Hast du die 9 schon? Oh, das ging ja heute schneller. Hier ist noch von gestern die Tüte, sehe ich gerade. Ich habe mich gerade gewundert. Ich dachte, hä, ist schon eine Tüte auf? Nee, das ist es nicht. Das war nur die Leere von gestern. So. Oh, das ist groß. Ist auch eine große Tüte. So. Ja, wie geht die auf? Oh, guck mal, wie eine Einkaufstüte können wir. Das stimmt. Manchmal, wenn wir was kaufen. So, ich lese vor. Ui, was ist das denn? Das ist Mesh. Das ist nicht schlecht. Mesh. Weihnachtsedition. 500 Ui. Gramm Probe. Ui. Golden Delight. Das hört sich nicht Getreide schlecht an. Getreide. Also, das hört sich nicht schlecht an, weil Sid bekommt ja immer eine Suppe. Und zwar ist es Golden Delight. Weihnachtsedition. 500 Gramm Probe. Na, da bin ich ja mal gespannt, was das genau ist. Von Masi. Stimmt. Steht hinten. Ach, hinten steht was drauf. Hinten steht von welcher Marke? Da, Masi. Stimmt, da steht auf der Hersteller. Können wir öfter benutzen. Einfach abwaschen und dann kann man es öfter benutzen. Für was das anderes. Stimmt. So, das waren die Türchen von heute. Und zwar gehen wir nochmal auf Detail drauf ein. Einmal bei dem Äffel. Maulbutterbanane. Genau. Was Gutes für Zit oder für Flo. Genau, das ist die Maulbutter. Die kennt bestimmt jeder schon von euch. Die gibt es, glaube ich, auch einen Apfel. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die gab es oder gibt es noch einen Apfelform. Wir benutzen sie auch immer wieder mal bei Sid und auch bei Flo. Die pflegt nämlich hab in ich eins ja auch die Lippen. Gesagt. Genau, die ist nämlich auch pflegend. Also die ist nicht nur, was einige wahrscheinlich machen, um das Gebiss ins Maul zu bekommen oder die Kauaktivität zu verstärken. Sondern sie pflegt auch wirklich. Und gerade in den kalten Jahreszeiten, wie Winter, ist bei uns Menschen ja nicht anders, werden die Lippen halt mehr beansprucht und dann brauchen sie auch ein bisschen mehr Pflege. Und dafür kann man das so gut. So, dann kommen wir zu dem anderen Adventskalender. Ich habe ja von Benzo und Eike, die zusammen mit Equipasso einen Adventskalender dieses Jahr auch wieder rausgebracht haben, den großen geholt. Und in dem großen war Folgendes drin. Mesh! Klar und deutlich. Musst du umdrehen. Golden White gelegt. Delight. Und zwar ist das ein... Weihnachtsedition. Ganz genau. Eine große Packung, beziehungsweise eine große Probe an Mesh Golden Delight. Konzentrat, was ich richtig super finde. Weil Sid bekommt täglich eine Suppe. Aufgrund dessen, weil er ja immer wieder was mit seinen Verdauungen hat. Beziehungsweise er neigt dazu, mal zu wenig zu saufen. Gerade auch in den Wintermonaten. Oder halt, wenn massive Wetterumschwünge vorhanden sind. Bekommt er halt immer wieder oder jeden Tag so seine Suppe und da mische ich immer gerne Mesh mit ein. Er ist halt auch ein bisschen wählerisch, er will nicht immer nur Heukops aufgeweicht haben, sondern auch so ein bisschen was dazu. Und das Gute ist, es ist getreidefrei. Es ist von dem Hersteller Natursaat. Ich dachte gerade von Mesh. Nee, Mesh ist das Produkt. Und hier steht dann halt, Karotte ist mit drin, rote Beete ist mit dabei, Apfel, Banane, Malve ist dabei, Kräuter sind da mit drin. Bierhefe, Leinsamen, Hagebutten, was ich richtig super finde, Flohsamen, das ist auch immer richtig super, weil Sid und Flo bekommen immer wieder mal Flohsamen, um halt Ablagerungen wie Sand aus dem Magen-Darm-Trakt wieder zu entfernen.
Und da sind ja Äpfel drin. Die fressen sie gerne. Ja, das stimmt. Super gerne. Das stimmt. Hier sind auch Reisschalkleie drin und Leinensamen im Ganzen. Die kann man auch sehr gut hier drin schon sehen. Da. Also man kann wirklich in diesem Mesh richtig gut erkennen, was dort alles drin ist. Hier steht halt die Zubereitung, dass man es in warmem Wasser machen soll und quellen lassen soll. Also ich finde es richtig super. Ich bin mega gespannt, was sie dazu sagen wird. Hier steht zum Beispiel auch, was wir auch immer machen. Man kann das Mesh auch mit Müsli oder Graskorbs oder wir machen halt Heukorbs auffüllen. Das machen wir, damit es halt ja, eine gewisse Menge ergibt und dass er auch ein bisschen mehr kauen muss. Hier steht auch zum Beispiel, wann man wie oft das verfüttern soll. Also ich bin schon mega gespannt. Es sieht auf jeden Fall sehr gut aus, was man hier so erkennen kann. Was ich immer sehr wichtig finde, dass ein Produkt auch vom Aussehen her gut aussieht. Aber auch wirklich gut aussieht. Nicht nur scheingut, sondern auch wirklich gut aussieht. Man kann hier wirklich erkennen, was da alles drin ist. Und da bin ich schon mega gespannt. So, das war jetzt das Türchen. Und wir sind schon ganz dicht dabei an den nächsten Adventssonntag, wo wir dann schon wieder die dritte Kerze anmachen. Ihr seht, die Zeit vergeht wie im Fluge. Und wenn wir bedenken, in ein paar Tagen haben wir auch schon Weihnachten. Kann man nicht oft genug sagen. Auf jeden Fall, ich bin mega begeistert. Was sagst du zu den Türchen? Er ist auch begeistert. Ich bin schon mega gespannt jetzt, was morgen drin ist. Und ich denke, wir sehen uns dann wieder morgen. Bis dahin. Tschüss.